Ein ganz offensichtlicher Zusammenhang besteht natürlich in der Schule. Das ist keineswegs das einzige Thema. Wir haben eine Menge Themen, aber in der Schule verdichtet sich das. Also Kinder erleben in der Schule einmal das Recht auf Bildung, aber sie erleben auch Autorität, manchmal auch Peer Pressure. Und wenn da jetzt ein in religiösen Fragen repressives Klima besteht, kann die Schule furchtbar werden. Kann also führen zu Entfremdung zwischen Kindern und Eltern, zur Stigmatisierung von Minderheiten, buchstäblich zur Vergewaltigung der Seelen. Das ist ein Wort, das hat mal jemand geprägt. Also die Schule ist ein Ort, wo Tolles passieren kann, aber auch Schlimmes passiert und wo Religionsfreiheit, Kinderrechte in der Tat auf der Bewährung stehen. Wir haben im Moment wieder Streit um Religionsfreiheit an den deutschen Schulen, nämlich vor allem um die Frage, wie steht es um religiöse Symbole? Dieses Thema wird ja seit langem auch kontrovers diskutiert. Wir hatten bislang vor allem den Fokus auf Lehrerinnen, man muss wirklich sagen, die Frauen, kopftuchtragende Lehrerinnen. Da hat es gewisse Öffnungen gegeben, auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber derzeit gibt es von Österreich her kommend eine Diskussion, ob Schülerinnen zum Beispiel das Kopftuch eventuell ablegen müssen in der Schule. Das ist relativ neu. Also insofern erleben wir auch neue Kulturkämpfe in der Schule. Weiteres Thema ist natürlich nach wie vor der Religionsunterricht. Das Thema Religion gehört in die Schule, aber immer im Modus der Freiheit. Also in die Schule kann ich religiöse Wahrheit propagieren oder religiös-kulturelle Identitäten befestigen wollen, sondern in einem modernen Rechtsstaat ist die Schule vergattert auf das Recht der Religionsfreiheit. Und das steht ja auch in der Kinderrechtskonvention übrigens drin. Darüber wird selten geredet. Die Kinderrechtskonvention selber hat dieses Recht auf Religionsfreiheit. Und Religion gehört in die Schule, aber eben in diesem Modus des respektvollen Umgangs mit Pluralität. Also wir erleben im Moment, dass Kinder ihre Rechte nehmen. Das finde ich toll. Würde mir wünschen, dass die Schulen sich dafür mehr öffnen. Sie nehmen sich diese Rechte vor allem an den Freitagen. Und ich würde das, was da passiert, nicht Schulstreik nennen, sondern würde sagen, hier entwickeln Kinder das Recht auf Bildung, ihr Recht auf Bildung weiter. Sie tragen es auf die Straße und öffnen das für die Gesellschaft. Das ist prima. Und ich wünsche mir, dass man das mehr anerkennt.